Hallo meine Lieben und willkommen bei Ediths kreativen Chaos. Ja, wie ihr vielleicht schon erahnen könnt an den Dingen, die hier liegen, geht es heute ums Cover. Und zwar ums Cover für das Magical Forest Journal. Ja, es gibt ein zweites. Weil, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann habt ihr das Flip-Through von meinem ersten Magical Forest Journal gesehen. Und zwar war das The Lady of the Forest. Und das hier wird jetzt The Spirit of the Forest, also der Geist des Waldes. Ja, ich hatte so viel Ephemera und so viele Ideen und teilweise auch so viel Papier, dass ich mir gedacht habe, ich kann jetzt nach einem nicht aufhören. Ich muss jetzt ein zweites machen. Beziehungsweise sind diese zwei hier simultan entstanden, weil während des Arbeitens habe ich einfach festgestellt, ich habe zu viel Material, als dass ich das in ein Journal packen kann. Ich muss es in zwei machen. Ja, das hier ist ein bisschen anders, da ist ein bisschen mehr los, wie man sieht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, in diesen Signaturen quasi ein bisschen mehr Wald hineinzupacken. Also das sieht man schon jetzt hier an den Blättern und an den Federn und an diesen ganzen Sachen, die halt hier so rausstehen. Ein genaues Flip-Through wird es natürlich dann auch geben. Ja, also wie gesagt, es ist der Hirsch hier ein bisschen dominanter in diesen Signaturen und ja, also es gibt hier mehr Wald herinnen sozusagen. Und ja, dieses gute Stück braucht halt jetzt ein Cover. Gut, wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich mir ein Cover selber machen möchte? Was ihr braucht, ist eine Pappe, ein Karton, Graupappe. Ich nehme hierzu ganz gern so Verpackungsmaterial, Verpackungskartons, aber eher halt ein bisschen von der festeren Sorte und nicht die, die da so viel Luft drinnen haben, weil das wälzt sich dann so leicht. Also eher was Festeres oder gerne auch Graupappe oder sowas in der Richtung. Was ich immer mache bei meinen Journals ist halt folgendes: Ich messe mir circa die Größe meiner Signatur ab und schaue, dass das halt alles gut bedeckt ist, beziehungsweise halt so minimal über die Signatur halt eben übersteht. Also so 5 mm werden das jetzt sein, dass das halt oben unten auf der Seite halt so 5 mm übersteht überall. Beim Buchrücken gehe ich folgendermaßen vor. Ich nehme mir die Signaturen so her und halte die jetzt relativ locker, also nicht so zusammenquetschen, sondern wirklich so locker halten, ja, und messe mir dann diesen Abstand hier quasi ab, wenn ich das hier locker halte, weil ich will ja da dazwischen noch einen Platz haben. Und dann schaue ich mir hier ungefähr an, wie viel das ist. Ja. Also wenn ich es jetzt quetsche, sind es 4, wenn ich es locker habe, sind es 4,5. Ich habe jetzt diesen Buchrücken hier eben auch 4,5 cm breit gemacht. Das heißt, da haben die Signaturen wirklich locker Platz, dass ich links und rechts noch was freilassen kann. Das geht sich dann gut aus. Da kann das Journal dann auch noch ein bisschen dicker werden. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, was ich mir dann auch noch gleich herrichte, ist ein Stück Stoff.
Ich mache das eigentlich, ja, die letzten, weiß ich nicht, 10 Journals habe ich immer mit Stoff verbunden quasi. Und zwar nehme ich da einfach irgendwelche Stoffreste, die ich habe. Das ist jetzt ein Leinenstoff von meiner Freundin, die so viel näht. Die haben ihre Stoffreste vermacht und das ist halt jetzt einfach ein Stückchen Leinenstoff. Das Ganze funktioniert dann folgendermaßen. Aber warte, ich werde euch vielleicht vorher noch die Maße von dem hier sagen, weil das ist quasi so die obligatorische Covergröße für DIN A5. Und zwar hat das in der Breite 15,5 und in der Länge 21. Das ist also quasi 15,5 oder 15 mal 21 ist quasi die obligatorische DIN A5 Größe, dass das halt eben über die Signaturen, über die Lagen noch ein bisschen drüber steht. Also wenn man Journals in DIN A5 macht, dann kann man sich die Cover eigentlich zu 90% der Fälle in dieser Größe eben zuschneiden. Gut. Das Ganze funktioniert dann, wie gesagt, so. Ich nehme als erstes meinen Buchrücken, klebe mir den hier fest. Das mache ich immer mit diesem Buchbindeleim, weil der hält einfach da wirklich am besten. Da braucht man dann keine Kompromisse sozusagen eingehen. Und dann wird jeweils also das hinten und das vorne aufgeklebt. Und zwar wirklich idealerweise hier mit einem Spalt. Man kann sich das auch so machen, dass man da quasi diese eine Ding dazwischen legt, dass man sich halt diesen Spalt frei lässt. Ich mache das meistens so auf mal Pi. Das sind jetzt ja nicht ganz 5 mm, was ich hier halt dann frei lasse. Und so klebe ich dann mein Cover auf. So. Die schöne Seite ist außen. Die Seite, wo ein bisschen was bekleckert ist, lasse ich jetzt innen. Und ich mache das dann auch wirklich so, dass ich das dann hier auch, das was übersteht, dann hier noch so ein bisschen mit hinein klebe, einfach um dann nochmal einen besseren Halt zu gewährleisten. Der Buchbindeleim ist eher ein bisschen eine zähflüssige Geschichte. Man kann den Buchbindeleim auch noch etwas mit Wasser verdünnen, so 2 zu 1 ungefähr. Das eignet sich dann ganz gut, wenn man zum Beispiel Papier auf Papier klebt. In dem Fall, wenn ich jetzt hier mein Cover aufkleben möchte, lasse ich den jetzt unverdünnt, weil er da schneller dann anzieht und weil er da besser hält. Ihr braucht euch jetzt keine Sorgen machen, wenn dann euer Karton sich ins Wellen anfängt durch die Feuchtigkeit des Klebers, kriegt es dann meistens ein bisschen eine Biegung oder eine Wellung. Aber das lässt sich dann ganz einfach wieder ausbiegen. So, und jetzt versuche ich mir das Ganze hier relativ mittig hinzusetzen und dann gleich mal gut festzustreichen. Und irgendwo hatte ich hier mein Falzbein vorher gerade bei der Hand. Wer sucht, der findet oder auch nicht. Ja, und wichtig ist wirklich gut festreiben, gut anstreichen. Okay, und jetzt geht jetzt die Überlegung los. Das heißt, das hier ist mein Außen.
Cover, also mein Vordercover. Und das hier ist mein Rücken, ne? Mein hinteres Teil. Okay, das heißt, ich werde mir das da jetzt. Wieso ist nie ein Bleistift da, wenn man einen braucht? Eine Pinselbreite. Ich streiche mir jetzt da circa eine Pinselbreite einfach auf. Und auch da über diese Kante hier drüber streichen. Und in dem Fall ist es wirklich so, viel hilft viel. Denn wir wollen ja ein gutes, haltendes, stabiles Cover haben und nicht irgendwas, was sich dann nach dreimal anschauen wieder auflöst. Darum würde ich da wirklich den Buchbindeleim dickstens empfehlen, weil der halt einfach für diese Sache hier gedacht ist. So, jetzt schaue ich natürlich, dass ich das schön mit meinem Cover hier, also mit meinem Buchrücken hier gerade mache. Dass ich das hier schön anschließe. Natürlich auch wieder gut feststreichen. Auch in diese Vertiefung hier hineinstreichen. Die ganzen Fäden, da will ich eigentlich nicht haben. So. Wenn der Stoff, den ihr zu Hause habt, jetzt nicht die entsprechende Farbe hat, die ihr vielleicht für euer Journal braucht, macht euch da überhaupt nichts draus. Man kann den Stoff mit Acrylfarbe übermalen. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich übermale den eigentlich in 90% der Fälle. So, zweite Seite. So, jetzt haben wir da gepatzelt. Noch nichts, wird dann eh auch angeklebt. So, und da wieder genau dasselbe. Schön schauen, dass man das circa, oder dass man das in der gleichen Höhe hat. Gut festreiben. Da haben wir noch ein bisschen. Da schaue ich dann immer, sollte ich irgendwas eben nicht ganz hundertprozentig erwischt haben. Dann streiche ich da nochmal nach, auch bei den Kanten unten, dass man das wirklich schön schaut, dass das alles fest ist. Okay, und so habe ich eigentlich jetzt schon mal meinen Buchdeckel mehr oder weniger zu 90% beieinander. Jetzt ist die Frage, möchte ich vielleicht gleich ein Lesezeichen mit einbauen? Dann wäre jetzt der ideale Zeitpunkt. Ich werde das machen. Schauen wir mal, ob ich da noch irgendwas Passendes habe. Nicht wirklich. Naja, dann nehmen wir halt das. Und alles andere. Das passt mal von der Farbe jetzt hier nicht. Nein, ich bleib bei dem. Okay. Und zwar nehme ich mir jetzt beim Lesezeichen die Länge und dann halt das, was ich gerne drüber hängen lassen würde. Und vielleicht noch ein bisschen was dazu, so in etwa, weil ich möchte dann gerne einen kleinen Charm hier noch hinaufhängen. Und weil es so lustig ist, nehme ich das Ganze mal zwei, weil ich zwei Lesezeichen mache. Schaut irgendwie netter aus, habe ich bei dem anderen auch gemacht. Hat mir da ganz gut gefallen. So ist jetzt da wieder der Anfang. Also manchmal sind diese Schnüre so blöd aufgewickelt. Gut. Okay,
Das heißt, ich lege mir die jetzt gleich da so hin, wie ich die haben möchte. Erfahrungsgemäß werden diese zwei Lesezeichen dann zwischen den Signaturen sitzen. Das heißt, ich werde da eine Signatur haben, da wird die Mittelsignatur sein und da wird die äußere Signatur sein. Gut, das. Nein, Pixock ist keine gute Idee, weil ich will das eigentlich einstreichen da. Wurscht, dann machen wir das so. Ja, Fehler in der Denke passiert manchmal. So, das heißt, ich lege mir die jetzt daher, wo ich sie brauche. Ups. Streich da noch einmal ein bisschen Buchbindeleim drüber. Versuche mir die Position jetzt nicht zu verrutschen und schlage mir das hier jetzt herüber. So, wichtig natürlich auch hier wieder in die Vertiefung anreiben, links und rechts von den Schnürdeln anreiben. So, dass das wirklich jetzt gut dann da drinnen sitzt. Natürlich mache ich das gleiche Spiel jetzt unten auch, halt ohne den Schnüren. Logischerweise. Viel hoch hinaufgestrichen. Jetzt zwischen weg. So, gut anreiben in die Vertiefung hinein. Okay. So, wenn wir uns das Ganze jetzt von außen anschauen, sieht das schon halbwegs wie ein Buchcover aus. Jetzt ist das hier natürlich noch so ein bisschen flackerig. Was ich hier jetzt einfach noch mache, da nehme ich mir so ein 0815 Paketklebeband. Das gibt es ja immer wieder mal bei irgendwelchen Action-Teddy etc. etc. Und das klebe ich mir jetzt hier einfach nochmal drüber. Natürlich wieder in die Vertiefung hineingehen. Und gut anreiben. Das wird er dann noch überklebt, also das ist eigentlich wurscht, wenn ihr da mit dem Paketklebeband arbeitet. Da braucht ihr überhaupt keine Bedenken haben, dass man das dann irgendwie sieht oder dass das dann irgendwie schief ausschaut. Es wird ja eh noch überpinselt. So. Das heißt, ich habe ein Cover. Juhu, yippie. Was ihr vielleicht noch machen könnt, wenn es zu dem Buch passt, wenn ihr das gerne so haben möchtet, dann könnte man hier runter auch noch diese
Fake-Bündchen quasi, wie die alten Bücher gebunden worden sind, einkleben. Da mache ich das dann meistens so. Ich schneide mir halt die Breite und dann circa so einen Zentimeter zu. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ich meine. Ich zeige euch das hier mal kurz mit so einem Papier. Also angenommen, das wäre jetzt mein Karton, ja, dann würde ich mir den halt eben auf die Länge hier zuschneiden oder zurechtmachen, ja. Dann hätte ich da diese Länge und die Breite natürlich schön sauber, nicht so wie ich jetzt da mit dem Papier nur Ding. Und dann könnte man sich das eben, bevor ich noch den Stoff aufklebe, als Bündchen quasi hier drunter setzen. Wichtig dabei wäre, also es kommt dann auf die Stärke von eurem Karton an. Wenn das so eine Stärke ist, würde ich fast zwei Stücke Karton nehmen. Und dann, wenn ich diese zwei Stücke Karton aufeinander nehme, picke, dann ein bisschen die Ecken hier abschrägen. Das geht ganz gut mit so einem Cuttermesser oder so, dass das eben nicht so ein Eck aufmacht, also ein Eck macht, das schaut dann so aufgesetzt irgendwie aus. Und dann muss ich das halt eben da aufkleben. Vielleicht dann beim Zuschnitt vom Stoff noch bedenken, oben und unten noch ein Stückchen mehr freilassen, weil ich habe ja dann auch noch quasi die Höhe dieses Stückes hier, das ich halt eben abdecken muss. Also das müsste ich halt auch noch einberechnen. Das habe ich halt auch quasi dann noch dreimal. Also wenn ich da oben und unten quasi noch einen halben Zentimeter dazugebe oder so, dann passt mir das ganz gut. Ich kann es natürlich auch im Nachhinein aufkleben, dass ich sage, okay, ich überziehe das jetzt mit demselben Stoff oder ich male das mit derselben Farbe an und klebe es im Nachhinein auf. Ich finde es jetzt persönlich schöner, wenn man es quasi gleich mit einbindet, wenn man es gleich mit drunter gibt. Das schaut, finde ich, in meinen Augen echter aus. Aber das ist Geschmackssache, kann man halten, wie man möchte. Gut, wie geht es jetzt hier bei unserem Buchcover weiter? Ich möchte das ganze Cover dann jetzt mal anmalen. Die erste Schicht wird ein Gesso sein, aus dem Grund, weil mir dann ganz einfach alles andere, was ich dann hier noch drauf schmeiße, gut hält, dass die Farben schöner rauskommen, die werden ein bisschen brillanter. Etc. etc. Und dieses Gesso bestreichen mache ich außen und innen jeweils dann so 2 cm um den Rand herum, weil wenn ich dann von innen hier was gegenklebe, macht man das normalerweise so, dass man da schon ein bisschen einen Rand freilässt und das schaut dann irgendwie blöd aus, wenn da der Karton drunter vorkommt. Also so 2 cm rundherum hier den ganzen Rand reicht vollkommen, ihr braucht es nicht das Ganze hier einpasst dann, es sei denn, ihr wollt's. Und außen drauf halt wie gesagt, wird dann ein bis zwei Schichten Gesso kommen. Das erspare ich euch jetzt, wie man Gesso aufstreicht, habe ich glaube ich schon zur Genüge gezeigt, erklärt etc. Das wisst ihr selber. Pinsel, Farbe, streichen, fertig. Ja, was ich jetzt vielleicht noch vergessen habe zu sagen, ist, dass ich mir das, also den Buchrücken hier dann auch gleich mit Gesso anmale, der wird dann auch mit derselben Farbe bestrichen wie dann das schlussendliche Buchcover. Ja, meine Lieben, ich werde das Video jetzt hier an dieser Stelle beenden, weil wenn ich euch jetzt noch bei der Covergestaltung mitnehme, da möchte ich mit Steam Clay arbeiten.
dann wird dieses Video ellenslang und ich glaube, für den Moment reicht dann das hier mal als Input. Also ihr habt jetzt gesehen, wie man quasi ganz einfach basic ein Cover machen kann. Dann bis zum nächsten Mal bei Edits kreativen Chaos. Ciao, ciao, meine Lieben.